Herzlich willkommen zu einem neuen Waffen-Review. Diesmal geht es um die AWM Blusa 4. Und zwar, woher ihr sie bekommen könnt, ihr bekommt sie vom Doctech sammeln. Und zwar, Doctechs sind ja eben halt die Buchstaben, die man pro Daily Mission bekommt. Und die müsst ihr eben halt einfach nur sammeln. Und dann bekommt ihr eben halt pro Tag ein Doctech dazu. Eben halt, wenn ihr sie doppelt bekommt, dann habt ihr natürlich Arschkarte und dann denkt ihr so, oh, jetzt nicht schon wieder den Buchstaben. Und das ist mir ganz oft passiert, denn ich habe für die Blusa 4, also ich habe für meinen Doctech sicherlich 3 oder 4 Monate gespart, bis ich Crossfire voll hatte. Davor habe ich sie immer doppelt bekommen, aber ich habe ja auch nicht täglich gespielt, also wundert mich das nicht wirklich. Zudem, diese Waffe ist wirklich schnieke. Ich muss schon sagen, die gefällt mir wirklich. Vom Skin her ähnelt sie schon fast Monster, weil da vorne noch so ein Krallenriss drin ist. Und ja, auf jeden Fall, zudem ist der Mündungsfeuer, also vorne am Lauf, ist nochmal das blau markiert, also dieser kleine blaue Mündungsfeuer ist nochmal so ein Herausstecher, das sieht man auf jeden Fall. Zudem ist die wirklich im No-Scope genau. Ich versuche mich eigentlich sehr oft im Video mit No-Scope, aber naja, ich bin nicht wirklich gut damit. Ich habe es jetzt bisher 3-mal hintereinander geschafft damit. Und es ist wirklich cool, denn vielleicht hat jeder 5. oder 6. sie im Raum, also es ist wirklich seltener als die AK Fury oder Beast auf jeden Fall. Sie kamen übrigens auch gestern raus, also plus der AK Fury und Beast. Was ich noch dazu sagen kann, ist, dass sie eigentlich von den anderen AWMs sich gar nicht wirklich unterscheidet. Die Reload Time ist wirklich nur 0,2 Sekunden schneller, also 2 Millisekunden schneller als bei der AWM Camo. Auf jeden Fall beträgt die Reload Time der AWM Blusa 4 2,1 Sekunden. Die Munition 10 zu 30 reicht völlig aus, ist eigentlich Standard bei den AWMs, die eben halt ein erweitertes Magazin haben. 10 zu 30, ganz normal. 40 insgesamt. Full to Empty Mag, also leer geschossen, ist sie in 13 Sekunden. Ja, ist eigentlich auch nicht wirklich eine andere Zeit von den anderen AWMs, aber es ist wirklich nur von den Skin anders. Also wirklich, das Äußere ist komplett anders. Also, naja. Von der Form bleibt alles gleich, von der Länge, alles eigentlich, ja. Also von dem Damage, den sie austeilt, her macht sie auf den Kopf 100, auf den Oberkörper 100. Manchmal variiert das so, wenn er zum Beispiel jetzt in der Luft ist oder so, irgendwo runterspringt, der Gegner, dann variiert das zwischen so 82 bis 100. Also entweder macht sie 82 oder 100 Damage, keine Ahnung, ich bin damit auch noch ein bisschen verwirrt. Auf die Füße ist sie auch richtig kritisch damit. Naja, 77 bis 82 ungefähr. Es ist ein bisschen billig, dass sie so einen gewaltigen Unterschied hat. Also manchmal macht ihr davon Damage, manchmal davon. Und das eben halt nur, wenn ihr auf die Füße schießt, aber egal. Crossfire-Logik. Jo. Mehr kann man dazu gar nicht sagen, von dem Gewicht, ihr wisst es sicherlich, also es ist eine AWM, es ist eine Sniper, es ist schwer natürlich, man sollte am besten zu einem Knife oder zu der Pistol oder zur Nate wechseln, wenn man eine längere Strecke hin muss, aber es macht auf jeden Fall Spaß damit zu spielen, es ist nicht so häufig wie die anderen Waffen, also den einen oder anderen gefällt es nicht, aber mir gefällt die Waffe eigentlich ganz gut, ich kann sie euch auf jeden Fall raten. Okay, das war's von mir. Wäre nett, wenn ihr bei den Partnerkanälen nochmal vorbeischauen würdet. Genauso wie mich abonnieren. Und ja, abonnieren, favorisieren, liken und erzählt's euren Freunden. Auf jeden Fall, wenn ihr die AK Beast habt, dann wäre nett, würde ich darüber ein Review machen können. Und schreibt mir einfach per YouTube oder sonst wie was. Und it's tea time, bitch!